gibt hartnäckige Gerüchte. Die halten sich so fest, dass oft sogar geglaubt wird, dass es Tatsachen sind. Ein solches Gerücht ist, dass der Strauß bei Gefahr seinen Kopf in den Sand stecken würde. Das ist ein absolutes Gerücht. Es gibt alles Mögliche, was man über einen Strauß sagen kann, aber nicht, dass er bei Gefahr seinen Kopf in den Sand steckt. Also das ist auf jeden Fall kein Foto, das ist ein Fake hier. Es ist aber so, selbstverständlich geworden, dass das tatsächlich schon sprichwörtlich in unserer deutschen Sprache aufgenommen wurde. Es stimmt, da gibt es Menschen, die ihren Kopf in den Sand stecken. Das sagt man sogar bei uns im Deutschen so. Zum Beispiel wird das von Politikern behauptet. Sie können sich an nichts mehr erinnern. Sie wissen es nicht mehr, vergessen. Oder sie haben es nicht gewusst. Sie stecken den Kopf in den Sand, um sich nicht den Tatsachen zu stellen oder der Realität zu stellen. Aber es gibt auch viele andere Menschen, die leben so, als würden sie ihren Kopf in den Sand gesteckt haben. Leider gibt es auch viele Christen, die ja so ein Stück weit ihren Kopf in den Sand stecken und auf diese Weise vielleicht die Missstände und die Umstände ignorieren wollen. Wir werden eh diese Welt nicht mehr retten und deshalb lassen wir es. Oder diese Welt ist eh von Gott verdammt und deshalb können wir eh nichts mehr aufhalten. Die Welt ist dem Untergang geweiht und jetzt müssen wir das einfach so hinnehmen. Das Buch Esra, mit dem wir uns hier gerade in dieser Serie beschäftigen, macht uns Mut, mit Gott in die Zukunft zu gehen. Denn Gott steckt seinen Kopf nicht in den Sand. Gott stellt sich den Umständen, Gott sieht die Missstände und Gott macht weiter. Deshalb sollten auch wir Christen nie den Kopf in den Sand stecken. Und wir wollen miteinander von Esra Kapitel 5 heute lernen. Denn inzwischen haben wir aus dem Buch Esra über folgende Dinge geredet. Wir haben zum einen über den Aufbruch geredet. Als Israel loszog, aus der Ferne, aus der Gefangenschaft, kamen sie zurück nach Jerusalem. Mit welchem Auftrag? Den Tempel wieder aufzubauen. Sie hatten kein anderes Ziel. Doch als sie dort ankamen, fingen sie erstmal motiviert an aufzubauen und dann kam es zum Aufruhr. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, als wir darüber sprachen, dass es große Schwierigkeiten gab, dass es Widerstände gab. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 4, da hörten die Arbeiten am Hause Gottes in Jerusalem auf. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, so deprimierend dieser Abschluss ist und so sehr wir uns auch manchmal der Realität stellen müssen, dass Gott zwischendurch auch einen Stillstand in unserem Leben zulässt, ich habe versprochen, es geht weiter. Esra Kapitel 5 ist der Aufblick zu Gott. Heute kommt die Botschaft, Gott macht weiter. Zwischen Kapitel 4, Vers 24 und Kapitel 5, Vers 1 liegen knapp 20 Jahre Stillstand. 16 bis 18 Jahre lag das Fundament brach. Stell dir vor, du würdest so ein Haus mal 18 Jahre unbenutzt stehen lassen. Was würde mit einem Haus passieren? Die Witterung würde sicherlich das Haus beschädigen. Das Haus würde sicherlich in einem schlechten Zustand sein. Aber hier war noch nicht mal ein Haus. Hier war nur das Fundament gelegt. Und irgendwie hat sich Israel damit abgefunden. Irgendwie hat man sich dem Umstand ergeben, wir können eh nichts mehr ändern. Doch, und das ist die Botschaft von Kapitel 5, Aufblick, Gott macht weiter. Dieser Stillstand ist nur eine Zwischensituation, weil Gott nicht fertig ist. Mein Predigtthema heute heißt, auf mit Gott in die Zukunft. Aufblick, Gott macht weiter. Wir werden uns gleich im Text drei Dinge anschauen. Erstens, Gott wirkt durch Menschen. Gott gebraucht wieder Menschen, um mit seinem Bau fortzusehen. Zweitens,
Gott wacht mit seinem Auge. Und drittens, Gott wartet auf die Vollendung. Gott wirkt, Gott wacht, Gott wartet. Das sind die drei Punkte für die heutige Predigt. Schauen wir gemeinsam in den Text und lesen wir die ersten zwei Verse. Gott wirkt durch Menschen. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Iddos, den Juden in Juda und Jerusalem, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machte sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen. Und mit ihnen waren die Propheten, die sie stärkten. Schaut, die zentrale Botschaft dieser ersten zwei Verse stehen hier zum Schluss. Und sie fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem zu bauen. 18 Jahre Stillstand, aber jetzt geht's weiter. Und mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie stärkten. Hier in diesen zwei Versen werden uns drei Gruppen genannt, drei Personengruppen genannt, die Gott gebraucht hat, damit es weitergeht. Gott wirkt durch Menschen. Die erste Gruppe sind Propheten. Es weissagte, heißt es hier am Anfang, aber die Propheten Haggai und Zacharia im Namen Gottes Israels, der über ihnen war. Was für eine gewaltige Aussage. Die erste Gruppe von Menschen sind Menschen, die Gott zum Sprachrohr macht. Propheten im Alten Testament waren nichts anderes als Gottes Sprachrohr. Propheten hatten kein eigenes Projekt, sie hatten kein eigenes Programm, sie hatten keine eigene Initiative, sondern sie waren im Prinzip nichts anderes als Sprachrohre Gottes. Gott sprach zu ihnen und sie gaben diese Botschaft weiter. Das war ihre Aufgabe. Die beiden Propheten, die hier genannt werden, Haggai und Zacharia, sind den Bibellesern aus dem Alten Testament bekannt. Denn wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, dann seht ihr ganz zum Schluss, im Alten Testament haben wir drei Bücher, Haggai, Zacharia und Maleachi. Das sind die drei Propheten, die während der Rückkehr Israels aus der Gefangenschaft zurück nach Israels die Propheten waren. Und die zum Teil auch nach der Rückkehr in Israel immer noch unterwegs waren mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Im Alten Testament gibt es Propheten, die auch Bücher geschrieben haben. Und diese drei Bücher dieser Propheten finden wir in der Bibel. Es gab aber auch Propheten, die bekannt waren, aber nie ein Buch geschrieben haben. Dazu gehörte zum Beispiel der Prophet Elia. Der hatte unglaublich viel im Volk Israel gewirkt und viel Gottes Wort weitergegeben, aber er hat nie ein eigenes Buch geschrieben. Es gibt sogar Propheten im Alten Testament, die haben zwar gewirkt, aber wir wissen noch nicht mal, wie sie heißen. Sie werden einfach nur als Propheten bezeichnet. Von diesen drei aber wissen wir, wie sie hießen. Wir kennen ihre Botschaft und wir sehen, wie Gott sie gebraucht. Haggai war ein sehr direkter Prophet. Also wenn man das Buch Haggai liest, dann stellt man fest, das war so ein Prophet, der so schwarz-weiß gedacht hat. So, für den gab es nichts dazwischen. Das war alles schwarz-weiß. Wie bei manchen Predigern heute. Ich will da keinen heute angucken. Wir lesen zum Beispiel, schaut mit mir, Haggai Kapitel 1, da lesen wir, so spricht der Herr Zebaoth, Vers 2. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Herrnwort geschah durch den Propheten Haggai. Also Israel sagt, ist vorbei. Ja? Gott will nicht sein Haus bauen. Also bauen wir unsere eigenen Häuser. Machen wir es hier uns bequem in diesem Land. Fangen wir an, um uns selbst zu kümmern. Und Haggai sagt, und das Herrnwort geschah zu dem Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dieses Haus muss wüst stehen? Glaubt ihr, dass das die Zeit ist? Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel, bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und euch wird nicht warm. Und dann lesen wir weiter im Vers 10. Vers 9, weil mein Haus so wüst dasteht, ihr aber eilt, ein jeder für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten, das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das war ein straighter Typ, dieser Haggai, ja. Der hat den so knall auf Fall, der hat ihn direkt ins Gesicht gesagt, was hier in Israel schiefläuft. Das war Haggai.
Der Sacharja, das ist mehr so, ja, also der Mann, der von Gott viele Träume und Visionen gehabt hat. Ja, so im Sinne von I have a dream, ja. Und Sacharja, so lesen wir in Kapitel 8, sieht irgendwie wieder Straßen voller Kinder, die ungestört und in Sicherheit auf der Straße spielen. Die Spielplätze sind wieder voll. Und er sieht so eine herrliche Zukunft. Und er träumt von dieser Zukunft, die Gott für Israel vorbereitet. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade Sacharja die Ankunft Jesu Christi vorhersagt. Und nicht nur das erste Kommen Jesu wird durch den Propheten Sacharja hier angekündigt, sondern dem Propheten Sacharja wird auch die zweite Ankunft Jesu, also das ist die Wiederkunft Jesu, auf die wir jetzt warten, angekündigt. Sacharja schaut nach vorne und sieht, wie Gott Israel wiederherstellen wird. Sein Name heißt Gott gedenkt und man hat fast den Eindruck, dass sein Name Programm ist. Gott denkt an das Volk Israel und Gott hat eine herrliche Zukunft mit Israel. Gott macht weiter. Für Gott geht es nach jedem Stillstand weiter. Also während sich hier viele damit abgefunden haben, dass Gottes Bau, der Tempel, brach liegt, beginnen diese zwei Propheten zu predigen. Sie beginnen, Gottes Wort dem Volk Israel mitzugeben und sagen, hier muss etwas passieren. Wir müssen weiterbauen. Erweckung, meine Lieben, kommt immer durch Gottes Wort. Erweckung ist kein Konzept. Erweckung ist eine Stimme. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann beginnt er etwas Neues. Erweckung ist kein Programm, sondern Gottes persönliches Reden zu mir und zu dir. Gottes Stimme ist übrigens nie deutlicher und klarer, als wenn wir sein Wort aufschlagen und in der Bibel lesen. Wisst ihr, da sitzen Leute und warten auf irgendein besonderes Ereignis. Das mag ja auch kommen, wenn Gott das will. Aber Gott redet zu dir nie deutlicher, wie wenn du das Buch, die Bibel aufschlägst und beginnst zu reden. Willst du Gott in deinem Leben reden hören? Im Wort Gottes spricht er im Originalton zu dir. Es ist Gottes Offenbarung an die Menschheit. Und deshalb warte nicht auf irgendetwas anderes, sondern lies die Bibel. Wenn du geistliche Erneuerung erleben willst, wenn du erleben möchtest, dass Gott in deinem Leben weitermacht, lies die Bibel. Wart auf nichts anderes. Schau nicht auf die Umstände. Lies Gottes Wort. Die Kirchengeschichte ist von der Verkündigung des Wortes Gottes nicht zu trennen, hat Martin Lloyd-Jones mal in seinem Buch gesagt. Die Kirchengeschichte und die Verkündigung des Wortes Gottes hängen unmittelbar zusammen. Lies in Apostelgeschichte. Was lesen wir da immer wieder? Und das Wort breitete sich aus und es kamen immer mehr Menschen zum Glauben. Gott wirkt durch sein Wort. Und genau das geschieht hier. Im Mittelalter gab es den Spruch Efficacia Verbi Divini. Dieser Ausdruck meint so viel wie, das Wort Gottes wirkt durch sich selbst. Wenn Menschen beginnen, Gottes Wort zu lesen, dann beginnt Gott zu reden. Davon gibt es viele Geschichten hier im Raum. Hier könnten Menschen jetzt aufstehen und sagen, genau so hat Gott zu mir geredet, indem ich Gottes Wort gelesen habe. Ich war jetzt die Tage auf dem Kongress. Wir hatten einen Stand und die Gideons hatten da einen Stand. Und weil das Bibelseminar Bonn ein gemeinsames Projekt mit den Gideons hat, waren wir da im Gespräch. Und sie fingen mir an zu erzählen, wie oft sie das erleben, dass Menschen irgendwo ein neues Testament in die Hand bekommen haben und durch das Lesen der Bibel Veränderung erlebt haben. Gott redet durch sein Wort und so erweckt er sich die Menschen, die bereit sind, sich zu Werkzeugen in Gottes Händen zu machen. Es heißt hier im Text, dass er diese Propheten nutzte, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Gott benutzt hier Menschen, die das Wort Gottes weitergeben. Aber schaut mit mir in den Text hinein. Gott gebraucht hier nicht nur Propheten oder man könnte auch sagen Verkündiger oder Prediger, sondern er gebraucht auch Priester, das heißt geistliche Führer und er gebraucht hier Politiker. Da machte sich auf Serubabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Jozadaks. Und sie fingen an, das Haus Gottes zu bauen und mit ihnen waren die Propheten. Wir waren noch mal Serubabel.
Zerubabel wird uns in Kapitel 1 bereits vorgestellt und dann lesen wir auch später in Kapitel 3 von ihm. Er war mit anderen vom König erwählt worden als politischer Führer. Er war sowas wie der Repräsentant für den König, dass dieser Bau ordentlich vollzogen wird und nach den Vorschriften gebaut wird. Und dass das im Prinzip in einer gewissen Ordnung geschieht. Zerubabel war also sowas wie ein politischer Führer hier. Er war Stellvertreter des Königs. Jeschua, wenn wir das Buch Esra lesen, ist der erste hohe Priester nach der Rückkehr aus dem Exil. Und ihn gebraucht Gott hier ebenfalls für den Wiederaufbau durch die Propheten, die sie unterstützen. Haben wir wirklich die Hoffnung aufgegeben, dass Gott heute auch in unseren Tagen durch Politiker wirken kann? Ich meine, es scheint irgendwie so fast unvorstellbar zu sein, wenn man heute so in die Politik guckt und in das hineinschaut, was passiert. Aber ihr Lieben, wenn Gott das in der Vergangenheit getan hat, kann er das heute auch noch tun. Und es gibt Menschen, die sich auf die Seite Gottes stellen in der Politik. Erinnern wir uns an die frühere Innenministerin aus Schweden, die heute vor Gericht steht. Warum? Weil sie sich zu Gott und seinem Wort und den Werten der Bibel bekennt. Auch wenn wir nach Ungarn oder nach Polen schauen, habe ich mir neulich sagen lassen, da gibt es Menschen, die mit klaren christlichen Werten und einer tiefen Überzeugung, dass Gott heute noch ernst zu nehmen ist und dass die Bibel wahr ist, in der Politik sind. Auch in Deutschland gibt es gelegentlich Politiker. Ja, Gott sei es geklagt, viel zu wenige. Aber deshalb, gerade deshalb, sollten wir unsere Hände falten und für diese Menschen beten, dass Gott sie erweckt und durch sie unser Land erweckt. Gott macht weiter. Gott ist nicht fertig mit Deutschland. Gott ist nicht fertig mit uns. Gott wirkt durch Menschen, so wie er damals Menschen gebraucht hat, Propheten, Priester und Politiker, so will er auch dich heute gebrauchen. Kann es sein, dass wir uns inzwischen zu bequem in dieser Welt gemacht haben? Dass wir uns so ein bisschen mit dem Status quo abgegeben haben? Kann es sein, dass wir vor dem Problem in Kirche und Gesellschaft einfach den Kopf in den Sand stecken und denken, naja, wenn wir schweigen, dann kommen wir vielleicht besser davon. Wir haben ja unseren Job. Wir haben unser Haus, wir haben unser Einkommen. Wir stecken den Kopf in den Sand und resignieren und sagen, dann ist das halt so. Meine Lieben, kann es sein, dass wir es uns auch in der Gemeinde zu bequem gemacht haben? Dass wir in die Gemeinde nur noch gehen, wenn wir uns hier wohlfühlen? Wir kommen zum Gottesdienst, wenn es uns gerade mal so zeitlich passt. Ansonsten bleiben wir einfach zu Hause. Und machen es da gemütlich. Oder wir resignieren, weil das, was wir in der Gemeinde sehen, so nicht sein darf. Und die Umstände frustrieren uns so, dass wir einfach uns hinsetzen und nur noch zuschauen. Vielleicht so wie Fußball, wie Zuschauer auf den Tribünen des Fußballstadions, die alles besser wissen, aber es nicht besser können. Oder noch schlimmer. Wir haben uns komplett arrangiert und sagen, dann lassen wir es. Dann ist okay. Wir können das eh nicht ändern. Was kann ich hier schon bewegen in dieser Gemeinde? Und wir resignieren und kümmern uns dann vielleicht eher um eigene Belange statt um Gottes Bau. Schau, Gott wirkt durch Menschen. Gottes Mission ist an dich und an mich gebunden. Gott braucht uns und Gott ruft uns. Gott sucht Menschen, nicht Programme. Gott sucht Mitarbeiter und nicht Projekte. Gott wirkt durch Menschen und nicht durch Maschinen. Sag mal, wenn du heute Morgen deinen Nachbarn erzählen solltest, wie Gott dich in der letzten Woche gebraucht hat und wie Gott durch dich in der letzten Woche gewirkt hat, was würdest du jetzt deinem Nachbarn erzählen? Müsstest du jetzt tatsächlich nachdenken, Gott, letzte Woche, was habe ich mit Gott überhaupt erlebt? Das wäre schon ein erstes Anzeichen dafür, dass du in der vergangenen Woche nicht gemerkt hast, wie Gott durch dich wirkt oder du es auch nicht zugelassen hast, dass er durch dich wirkt. Aufblick, Gott macht weiter. Mit Gott in die Zukunft, bist du dabei?
Auf Gott wirkt, aber Gott wirkt nicht nur durch Menschen. Gott wacht auch mit seinem Auge über sie. Gott wacht mit seinem Auge über sie. Komm, wir lesen weiter. Ab Vers 3. Zu der Zeit kam zu ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebiets jenseits des Euphrats, und Schetabosnai und ihre Genossen. Und so sprachen sie zu ihnen: Wer hat euch Befehl gegeben, dieses Haus hier aufzubauen und sein Gebälk zu vollenden? Dann sagten sie zu ihnen: Und wie heißen die Männer, die diesen Bau ausführen? Aber das Auge ihres Gottes war über ihnen, über den Ältesten der Juden, dass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache an Darius gegangen wäre und darauf eine Antwort käme. Hier werden nochmal zwei Politiker genannt. Das sind Abgesandte vom König, der checken lässt, ob das da alles nach Recht und Ordnung geschieht. Und Tattenai und Schetabosnai waren also in diesem Sinne Politiker von Darius eingesetzt. Solange der Bau stillstand, haben sich die anderen nicht um diesen Bau und auch um die Israeliten gekümmert. Aber jetzt, kaum beginnt der Bau wieder, sind die Kritiker auf den Plan gerufen. Wer hat euch den Befehl gegeben, um das Gebälk hier zu vollenden? Das, dieser Ausdruck, der hier in meiner Lutherbibel mit Gebälk zu vollenden übersetzt wird, deutet sowas hin, wie dass sie mit dem Innenausbau beschäftigt waren. Das heißt, der Bau war schon ziemlich weit vorangeschritten. Die waren da schon länger zu Gange, als diese Delegation kam und sie hier hinterfragte und kritisierte. Wenn du nichts tust, wirst du nicht kritisiert. Wenn du nichts tust, wirst du nicht kritisiert. Wenn du als Christ nicht aktiv bist, dann lässt der Teufel dich in Ruhe. Aber fang an. Fang mal an, etwas zu tun. Dann ruft es die Kritiker auf den Plan. Leider bilden wir als Gemeinde da keine Ausnahme. Du weißt nicht, wovon ich spreche? Fang einfach einen Dienst an und dann weißt du Bescheid. Fang ein neues Projekt hier in der Gemeinde an. Und du wirst es zu hören bekommen. Frag die Mitarbeiter hier im Haus, die seit Jahren einen Dienst tun. Sie können es dir erzählen, wie schnell man hinterfragt, kritisiert und nicht verstanden wird. Ich war, wie ich schon sagte, letzte Woche auf dem Willow Creek Congress in Leipzig. Und Greg Rochelle wurde dort über Video eingeblendet. Und der sprach von dem sogenannten Suck-Prinzip in der Gemeinde. Ihr versteht, wir waren natürlich alle ein bisschen irritiert. Na gut, Amerikaner oder so, ja. So. Aber was ist Suck? Er musste das buchstabieren. Suck steht für S wie schmerzvolle Erfahrungen, U wie unsichere Zeiten und C steht für chaotische Umstände in der Gemeinde. Meine Lieben, das ist Gemeinde, sagte er. Das ist Gemeinde. Du wirst auch immer wieder schmerzvolle Erfahrungen machen. Miteinander oder mit dir selbst. Manchmal auch mit Gott, weil du ihn nicht verstehst. Stillstand. 18 Jahre. Und jetzt beginnen sie. Und schon wieder werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Schmerzvolle Erfahrungen gehören zum Dienst in der Gemeinde dazu. Unsichere Umstände, weil man nicht weiß, was passiert. Und leider auch chaotische Umstände, Zeiten und Umstände gehören auch dazu, weil wir eben noch nicht fertig sind. Doch die zentrale Aussage hier in diesem Abschnitt ist Vers 5. Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, das ihnen nicht gewährt wurde. Dieser sogenannte konfessorische Einschub hier textlich meint so viel wie der Autor oder der Schreiber fügt hier etwas ein, was hinter den Kulissen passierte. Die Menschen damals konnten das Auge Gottes nicht sehen. Und sie verstanden auch nicht, was da eigentlich so um sie herum passiert. Aber damit der Leser versteht, was Gottes Perspektive ist und wie Gott auf das ganze Projekt schaut, wird dieser Einschub hier gewährt. Ja? Und auf diese Weise bekommen wir das komplette Bild heute mit. Wir wissen, was damals geschah. Gottes Auge wacht über diesem Projekt. Und deshalb, trotz der Kritiker, trotz diesem Nachfragen und der scheinbar drohenden neuen Stillstand, wacht Gottes Auge über dem Projekt, so dass dieser Bau nicht aufgehalten werden konnte. Wie gut, wenn wir ab und zu den Blick nach oben werfen können, den Aufblick zu Gott, um zu wissen, dass Gott letztendlich alles noch in seiner Hand hält.
Gott wirkt nicht nur, sondern Gott wacht auch mit seinem Auge über diesen Bau. Dieser Gott, der es zugelassen hatte, dass fast 20 Jahre der Bau liegen geblieben ist, dieser Gott wacht darüber, dass dieser Bau jetzt weitergeht. Warum mussten so viele Jahre vergehen? Warum musste dieser Bau denn so lange gestoppt werden? Wissen wir nicht. Aber in der Rückschau wissen wir, Gott hat für sein Projekt gesorgt. Christen leben vorwärts, blicken aufwärts und verstehen rückwärts. Erst im Nachhinein wirst du in deinem Leben manchmal verstehen, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Heute mag das manchmal so unverständlich zu sein, nicht nachvollziehbar zu sein. Aber vertrau diesem Gott. Er baut weiter. Weißt du was? Willst du wissen, wer diese Gemeinde 46 Jahre gebaut hat? Dann schau nicht nach vorne, schau nach oben. Da war einer, der diese Gemeinde 46 Jahre gebaut hat. Willst du wissen, was heute hier gerade passiert? Dann schau nicht um dich herum, sondern schau nach oben. Es ist Gott, der hier gerade am Wirken ist. Willst du wissen, was in deinem Leben heute gerade passiert? Dann schau nicht auf dich selbst, sondern schau nach oben. Denn das Auge Gottes wacht über dir. Was für eine Aussage. Was für eine Zusage. Und dann habe ich mich gefragt, Auge Gottes? Hat Gott Augen? So, guckt er? Also was ist mit diesem Auge Gottes? Hat Gott tatsächlich Augen? Oder ist das so ein sogenannter Anthropomorphismus? Ein Anthropomorphismus ist, wenn man göttliche Eigenschaften mit menschlichen Eigenschaften beschreibt, damit wir Menschen verstehen, wer Gott ist. Ja? Also, bin mir nicht sicher. Also, wir sind Ebenbilder von Gott, richtig? Du bist ein Ebenbild von Gott. Und wenn du oder wenn wir alle Augen haben und wir ein Ebenbild von Gott sind, dann könnte Gott auch Augen haben, wenn er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann wäre es nachvollziehbar, dass Gott Augen hat wie wir. Vielleicht sehen die anders aus und sind anders wie wir, aber wie unsere. Aber könnte sein, richtig? Aber langsam. Gott ist ja nicht an einen Körper gebunden, sondern Gott ist Geist. Und deswegen braucht er erst gar nicht körperliche Organe, um uns zu sehen. Also Gott muss kein Auge im Sinne eines Organs haben, um dich zu sehen. Und deshalb ist die Botschaft viel wichtiger, als dass wir verstehen, ob Gott Augen hat oder nicht, dass das Auge Gottes, dass Gott sieht, dass er weiß, dass ihm nichts entgeht. Wir finden in der Bibel viele Stellen, wo es um das Auge Gottes geht. Zum Beispiel im Psalm 33, Vers 18. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten. Im zweiten Buch Chronik heißt es immer wieder von Königen. Und die Könige taten, was böse in Gottes Augen war. Das heißt, Gott sah, was sie taten, und Gott gefiel das nicht, was sie taten. Manchmal redet die Bibel auch nicht nur von den Augen Gottes, sondern von seinem Angesicht. Zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 17. Da sagt Gott zu Abraham, Abraham, lebe vor meinem Angesicht und sei fromm. Oder lebe geradlinig, könnte man da auch übersetzen. Lebe gerecht vor mir. Was war denn geschehen? Naja, Abraham hatte gedacht, ich muss Gott bei seinem Versprechen ein bisschen nachhelfen und erzeugt einen Nachkommen mit der Hagar. Und dann kommt Gott und sagt Abraham, ich bin El Shaddai. Ich bin der Allmächtige. Ich bin allmächtig. Lebe vor meinem Angesicht. Abraham, sei dir bewusst, dass ich immer da bin, dass ich mit meinem Auge über dir wache. Ich sehe das. Ich bin allmächtig. Tu, was ich dir gesagt habe. Sarah wird in einem Jahr einen Sohn bekommen. Das ist Gottes Auge über dem Leben von Abraham. Gott sieht uns und er hilft uns. Kann es sein, während Gott auf uns herabschaut, dass wir ihn aus dem Auge verloren haben? Kann es sein, dass du manchmal morgens aufstehst und gar nicht zu Gott aufblickst. Du startest einfach in den Tag, weil der Wecker schon wieder viel zu spät geklingelt hat oder irgendjemand dich gestört hat. Kann es sein, dass du manchmal bei all den Problemen und Sorgen des Alltags Gott aus dem Auge verloren hast? Du versuchst mit eigenen Mitteln und mit eigenen Möglichkeiten dein Problem zu lösen, statt aufzublicken zu dem,
der auf dich herabschaut? Kann es sein, wenn du deine Kinder erziehst und dir immer wieder der Geduldsfaden reißt, dass du vergessen hast, zu Gott aufzublicken und zu wissen, dass einer mit seinem Auge über dir wacht, wenn du hier mit deinen Kindern redest? Kann es sein, dass in deiner Ehekrise du gesagt hast, irgendwas müssen wir hier unternehmen, statt gemeinsam zu diesem Gott aufzuschauen, der auf euch herabblickt und zu sagen, Gott, das ist deine Ehe und du heiligst sie und wir wollen mit dir und vor dir leben. Vielleicht sitzt du in deinem Büro ganz alleine und hast vergessen, dass da einer herabschaut auf dich. Oder du bist wieder dabei, auf irgendwelchen Internetseiten rumzusurfen und du hast vergessen, dass Gottes Auge auf dir ruht und dass er dabei ist und zuschaut und sieht, auf welchen Seiten du gerade unterwegs bist. Schau zu Jesus auf, er schaut dich an, er sieht dich. Als Petrus aus dem Boot ausstieg und auf die Wellen schaute, fing er an zu sinken. Schaut er auf Jesus, konnte er auf dem Wasser wandeln. Petrus, du musst auf Jesus schauen, ist die Botschaft. Weißt du, viele Menschen können Gott nicht mehr ins Auge schauen, weil sie zu viel Schuld auf sich geladen haben. Sie verhalten sich so ein bisschen wie unsere Kinder, als sie klein waren. Wir hatten immer wieder mal Besuch und dann stellt man so Süßigkeiten auf den Tisch. Und ihr wisst dann, wie die Kinder sind, ne? Wenn sie dann denken, oh, jetzt haben die Eltern keine Regeln und dann greifen sie in den Teller und naschen und naschen. Und dann sagst du irgendwann zu den Kindern, du, hier ist genug, genug Süßes. Ja? Und was machen dann Kinder? Sie haben dann so geguckt, wann guckt der Papa weg? So, und dann zack, in den Teller reingegriffen. Der Hoffnung, ne? Der hat das nicht gesehen. Aber wisst ihr, so im Vaterauge geht nichts. Ne? Und dann bin ich schon mal hin und habe gesagt, komm mal her, du Kleiner. Was hast du da in der Hand? Du müsstest diese Kinder mal beobachten, wenn die was von mir wollten. Ja? Papa, guck mal, was ich schon kann. Ja? Dann haben die quasi auf meinen Augen, meinen Augenblick und auf meine Aufmerksamkeit förmlich ja, gewartet und sie haben die eingefordert. Aber jetzt kann er mich nicht angucken. Ich sage, was denn? Zeig mir mal, was du hast. Weißt du, das ist dieses typische Garten-Eden-Prinzip. Wir lachen gerade, ist ja auch manchmal lustig, seitdem man das sieht gerade. Ja, aber das ist dieses typische Garten-Eden-Prinzip. Das ist nicht nur bei Kindern so, das ist bei uns Erwachsenen so. Als Gott Adam rief, dann sagte der doch, als ich deine Stimme hörte, fürchtete ich mich vor dir und versteckte mich. Kann es sein, dass du deswegen den Augenblick und den Augenkontakt zu Gott verloren hast, weil dein Leben einfach beschmutzt und beladen ist von Sünden? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst diese Schuld Jesus abgeben, denn er sieht dich. Er hing am Kreuz, um für unsere Sünden zu sterben und diesen Augenkontakt wiederherzustellen, um diese Wand, die zwischen dir und Gott vielleicht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten entstanden ist, wegzubrechen, damit du wieder einen freien Blick zu Gott bekommen kannst, weil er sieht dich. Gottes Auge wacht über dir. Und deshalb lade ich dich heute ein, bekenn ihm deine Schuld und schau wieder auf zu Gott. Andere Menschen leben lieber so wie diese Jungs im Nachbargarten. Der Nachbar ärgerte sich, denn ständig kamen irgendwelche Jungs über den Gartenzaun und haben bei ihm Äpfel geklaut, bis er eines Tages gedacht hat, ich guck mal, ob das hilft. Er nahm ein riesiges Schild und schrieb auf dieses Schild, Jungs, Gott sieht alles, Ausrufezeichen. Er machte dieses große Schild im Garten an den Baum und war jetzt gespannt, wie diese Kerle darauf reagieren würden. Am nächsten Tag kommt er in den Garten und sieht, oh, die letzten Äpfel sind weggepflückt worden. Das gibt's doch gar nicht. Was für eine Dreistheit. Und je näher er an den Baum kam, umso mehr sah er, dass unter sein Schild noch was drunter gekritzelt war. Und dann kommt er an den Baum und sieht sein großes Schild und da steht, Jungs, Gott sieht alles, Ausrufezeichen. Und darunter hat ein Junge drunter gekritzelt, aber der wird uns nicht verpetzen. So leben viele Menschen. Ja, da ist irgendwo ein Gott, der vielleicht wahrscheinlich auf uns herabschaut, aber der meldet sich ja nicht. Der sagt ja nichts zu all dem. Und alles, was bei mir vielleicht auch nicht so toll läuft, aber irgendwie kann der mit dem Auge, der drückt ein Auge zu und kann drüber hinweggucken. Nein, ich darf dir heute Morgen sagen, Gott sieht dein Leben ganz genau. Er weiß, was in deinem Leben geschieht. Er ist da. Nur weißt du, viele Menschen haben natürlich so ein mulmiges Gefühl, wenn sie hören,
Gott hat ein Auge auf dich geworfen, ja? Weil bei ihnen so dieser Eindruck entsteht, Gott ist wie so ein Polizist an der an der Kreuzung, ne? Der steht und beobachtet, bis er dann irgendeinen Verkehrssünder erwischt und dann schlägt er zu. Also bei aller Liebe, weißt du? Wenn du an Gott denkst und sein waches Auge, dann musst du dir das eher so vorstellen wie bei einem Fußballscout. Ein guter Bekannter von mir ist Fußballscout beim FC Köln gewesen. Und er sagte, seine Aufgabe war es, regelmäßig ins Stadion zu gehen und verschiedene Spiele anzugucken und ganz genau die Spieler auf dem Feld zu beobachten, um Talente zu entdecken. Das war seine Aufgabe. Ja, er beobachtete die Spieler und die Spieler wussten zum Teil, dass sie beobachtet werden. Und deshalb gaben sie sich alle Mühe, so gut wie möglich zu spielen, um von diesem Nachwuchstrainer entdeckt zu werden. Um dann befördert zu werden und zu besseren Spielern zu werden. Bestenfalls ist Gott so mit dir unterwegs. Gott möchte das Talent, das er in dich hineingesteckt hat, entwickeln und entfalten. Gott beobachtet dich und er wartet darauf, dass du dich von ihm einsetzen lässt, damit er aus dir etwas machen kann und am Ende seinen Bau, seine Gemeinde vollenden kann. Gott wacht über sein Bauprojekt. Und er wacht über sein Bodenpersonal. Gott schaut auf dich. Steck den Kopf nicht in den Sand, sondern schau auf zu Gott, der über dein Leben wacht und dich begleitet. Doch zum Schluss lesen wir, dass es doch auch noch nicht zu Ende ist. Gott wartet auf die Vollendung. Das ist unser dritter und letzter Gedanke heute Morgen. Und wir lesen miteinander diesen etwas längeren Text. Ab Vers 6 heißt es, dies ist die Abschrift des Briefes Tattenais, des Statthalters jenseits des Euphrats und Schetabosnai und ihre Genossen, der Beamten, die jenseits des Euphrats waren, an den König Darius. Der Bericht, den sie ihm sandten, lautete, dem König Darius allen Frieden. Das ist ein typischer Einstieg an der Antike, wie man einen Brief oder ein Schreiben begann. Vers 8. Es sei dem König kundgetan, dass wir in die Provinz Juda gekommen sind, zu dem Haus des großen Gottes. Dieses baut man mit behauenen Steinen und legt Balken in die Wände und die Arbeit geht unter ihren Händen gut voran. Also wir sprachen schon davon, dass sie relativ weit fortgeschritten waren mit dem Bau. Es ist deutlich, dass es Gottes Bau ist, was hier erwähnt wird. Die Arbeiten gehen gut voran. Behauene Steine oder vielleicht steht in deiner Bibel Quadersteine, das waren speziell vorbereitete Steine, die zum Teil so schwer waren, dass man besondere Werkzeuge oder besondere Geräte braucht, um diese Steine zu bewegen. Das heißt, man hat nicht einfach aus Bauschutz so nach dem Motto möglichst billig den Tempel wieder aufgebaut, sondern man hat wirklich Qualität verwendet und ist gut vorangekommen mit spezieller Technik den Bau fortzusetzen. Vers 9. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und sein Gebälk zu vollenden? Auch fragten wir sie, wie sie hießen, damit wir es dir kundtäten und die Namen der Männer aufschrieben, die an der Spitze stehen. Also hier wird nochmal diese kritische Nachfrage und an das Bauvorhaben kurz beschrieben und es wird nach den Verantwortungsträgern gefragt. Wir lesen weiter. Sie aber gaben uns dies zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gebaut war und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Da aber unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk weg nach Babel. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel zu Babel und gab sie einem mit Namen Sheshbazar, den er zum Statthalter einsetzte und sprach zu ihm, nimm diese Geräte, zieh hin und bring sie in den Tempel zu Jerusalem und das Haus Gottes soll wieder aufgebaut werden an seiner Stätte. Was wir hier lesen, ist ein kurzer geschichtlicher Abriss. Hier wird also die ganze Tragödie beschrieben, wie es zu der Zerstörung und dann zu diesem Wiederneuaufbau gekommen ist. Menschen vergessen oft, dass auch andere an den Folgen ihrer Fehler mit beteiligt sind. Auch wir Deutsche haben eine leidvolle Geschichte. Und leider
haben auch wir oft vergessen, was in unserer Vergangenheit geschehen ist. Doch Gott hat immer einen Plan. Gott hat einen Plan und deshalb kommt er zu seinem Ziel und wir lesen ab Vers 16 weiter. Da kam jener Sheshbazzar und legte den Grund zum Haus Gottes in Jerusalem. Seit der Zeit baut man und es ist noch nie vollendet. Und nun, gefällt es dem König, so lasse man suchen im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, ob es von dem König Kyros befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen. Und man sende uns des Königs Meinung darüber. Manche sehen zwischen Sheshbazzar und dem Zerubabel, der am Anfang des Kapitels erwähnt wird, die gleiche Person, dass er halt nur zwei verschiedene Namen hat. Aber wenn man das Buch Esra liest, scheint das eher so eine Doppelspitze gewesen sein. Sowohl Zerubabel als politischer Eingesetzter von dem König, als auch Sheshbazzar, der ganz bewusst hier als Statthalter genannt wird, diese Doppelspitze war beauftragt, diesen Bau anzuleiten. Leider erfahren wir von Sheshbazzar nicht so viel. Er wird nur hier und in Kapitel 1, Vers 8 kurz erwähnt und ansonsten bleibt sein Name und sein Tun relativ unerwähnt. Doch die Hauptaussage ist hier, seit der Zeit baut man und es ist noch nicht vollendet. Hört ihr? Gottes Bau geht weiter, aber wir sind noch nicht fertig. Gott ist weder mit der Gemeinde noch mit dir fertig. Er ist immer noch dabei zu bauen. Er ist immer noch nicht fertig. Wir sind noch nicht im Himmel. Die Vollendung wartet noch auf uns. Ein gutes Beispiel ist der Kölner Dom. Der Kölner Dom wurde 1248 angefangen zu bauen. 1880, also 632 Jahre danach, war der Kölner Dom fertig. Was war denn passiert? Na gut, das ist schon ein monumentales Gebäude, aber was war denn passiert? Warum musste der Kölner Dom so lange gebaut werden? Nun, man darf nicht vergessen, Teil dieser Geschichte ist, dass der Kölner Dom 300 Jahre nicht weitergebaut wurde. Im 16. Jahrhundert gab es das aus unterschiedlichen Gründen, hauptsächlich, weil man kein Geld mehr hatte, aber es gab da auch die Reformation, die viele Ressourcen und Manpower gekostet hat und so weiter. Es gab verschiedene Gründe und der Bau wurde für 300 Jahre gestoppt. Erst König Wilhelm IV. Hat irgendwann im 19. Jahrhundert gesagt, wir bauen weiter, wir vollenden diesen Bau. Und 1880 wurde der Bau eingeweiht, aber bereits 1910 hat man wieder angefangen zu bauen, weil man immer noch nicht fertig war. 1945, nach dem Krieg, hat man wieder weiter fortgesetzt. Und ich habe mir sagen lassen, dass heute 60 hauptamtlich vollzeitig angestellte Bauarbeiter immer weiter am Kölner Dom bauen. Ein tolles Bild für Gemeinde. Es gibt Zeiten, da ruft Gott einen Stillstand aus, warum auch immer. Und dann baut Gott doch weiter und er wird irgendwann einmal fertig werden, ganz sicher. Bitte, gib dich nicht mit Status quo zufrieden, sondern bau weiter. Lass dich nicht frustrieren, dass du noch nicht fertig bist, sondern bau weiter. Schau nicht in dein geistliches Leben und denk, das ist doch alles nur eine Baustelle und ich höre auf, sondern bau weiter. Schau in deine Ehe, es ist vielleicht eine Baustelle, bau weiter. Schau in deinen Dienstbereich, du siehst, es ist eine Baustelle, bau weiter. Du schaust in diese Gemeinde und siehst hier eine Baustelle, bau weiter. Gott macht weiter. Es ist nicht schlimm, nichts zu tun. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, aber es ist schlimm, nichts zu tun. Solange du nicht tot bist, bist du nicht fertig, mein Lieber. Solange du nicht tot bist, bist du nicht fertig. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Und deshalb bau weiter. Gib nicht auf. Steck den Kopf nicht in den Sand, sondern schau auf zu Gott. Schau auf zu ihm. Er wirkt durch Menschen und deshalb will er dich gebrauchen. Er wacht über dir, er lässt dich nicht alleine und er wartet auf die Vollendung. Und deshalb entscheide dich heute, mit Gott in die Zukunft zu gehen. Amen.